Sie opfern ihre Freizeit, damit andere ihrem Hobby Fußball frönen können. 14 neue Schiedsrichter pfeifen künftig für die Gruppe Gerolzhofen, obwohl sie damit rechnen müssen, oft und regelmäßig beschimpft zu werden. Ja, schwarze Sau kommt vor, Arschloch kommt vor, gelber Postfrosch kommt vor. Also wenn man jetzt, man hat ja mittlerweile sämtliche Trikotfarben an. Trotz nur 125 Mitgliedern stellt die Gruppe mit Benjamin Brandt sogar einen Bundesliga-Referee. Doch er sieht mit Sorge, dass es immer weniger Schiedsrichter gibt. Ich habe selber Jugendfußball gespielt, 10 Jahre lang. Und damals war das auch so, dass oft der Betreuer von der Gastmannschaft die Spiele gepfiffen hat. Das war für uns Jugendliche schon immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Und wenn das jetzt dann auch schon im Herrenbereich anfängt, dann habe ich da wirklich ein bisschen Bauchschmerzen bei dieser Entwicklung. Dafür, dass sie beleidigt und manchmal sogar körperlich attackiert werden, bekommen Schiedsrichter kaum einen finanziellen Ausgleich. Gerade mal 12 Euro gibt es für ein Jugendspiel, nur 20 für die unterste Liga. Will er die Unparteiischen mehr motivieren, muss der Verband mehr bieten. Wir planen zum Verbandstag im nächsten Jahr hier doch die Sätze beginnen von Junioren bis hoch zu den Herren, je nach Liga moderat für alle Beteiligten, auch für die Vereine, aber doch spürbar für die Schiedsrichter zu erhöhen. Können sie keinen Schiedsrichter stellen, müssen Vereine Strafen zahlen. Aus der Gruppe etwa der FC Gerolzhofen, der nur 2 statt 4 Schiedsrichterstellen besetzen kann, was ihn 100 Euro Strafe kostet. Unter den neuen Schiedsrichtern sind diesmal viele älter als 20 Jahre. Besonders wichtig, denn gerade für Junioren- und Herrenspiele fehlen Referees. Dass sie sich zur Verfügung stellen, hat ganz unterschiedliche Gründe. Also ich habe selbst viele Jahre Fußball gespielt, über 25 Jahre lang. Und vielleicht hat man sich dann auch über die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung einmal geärgert. Und jetzt will ich einfach mal schauen, diese Perspektive mal einnehmen. Naja, du stehst anders auf dem Platz, entscheidest die ganze Spielsituation. Die Motivation war natürlich mein Sohn. Der Hannes wollte unbedingt Schiedsrichter werden und da habe ich mir gedacht, ich mache halt auch mit. Nach bestandener Prüfung müssen die Neuen nun allerdings noch 10 Spiele mit Unterstützung anderer Schiedsrichter pfeifen, damit sie ihren Ausweis endgültig in der Tasche haben.